klatscht ruhig auch eurem Nebenmenschen ein bisschen ins Gesicht. Hauptsache, es ist richtig laut für Kolja! Ja, ich habe heute Morgen einen Text geschrieben, bin heute Mittag im Auto fertig geworden und wir versuchen das jetzt einfach mal. Ich glaube, er ist ein bisschen anders als der vorherige, aber er ist ähnlich laut. Genau. Nicht dafür. Wann ist es eigentlich passiert? Wann ist es eigentlich passiert, dass die Leute, die sich Mühe geben, irgendwas richtig zu machen, sich dafür rechtfertigen müssen? Jeden Tag sehe ich in allen Medien, Land auf und Land ab, Menschen, die sich irgendwelche dummen Fragen gefallen lassen müssen, weil sie weite Strecken mit dem Zug fahren. Boah, kein Fleisch essen, ui, oder ein Fahrrad benutzen, ui, oder sonst irgendwas. Und ich hasse es! Es ist, als ob es tatsächlich noch Leute gäbe, die nicht verstehen, warum. Außer Guido Reil vielleicht. Guido Reil, das Mann gewordene Meinungsimitat der AfD, das auftritt wie seine eigene Karikatur und neulich bei Markus Lanz erklärt hat, dass der CO2-Ausstoß ja im Sinne der Umwelt sei, weil er in der Grundschule gelernt hat, das hat er wirklich gesagt, dass CO2 gut für Pflanzen ist. Und danach hat er sich fast im selben Atemzug darüber beschwert, dass es keine politischen Angebote gäbe für ihn, der, Zitat, männlich ist, Fleisch isst, einen Diesel fahren will und Frauen mag, Zitat Ende. Guido Reil, der Repräsentant einer vermeintlich schweigenden Mehrheit, die sich in Wahrheit tagtäglich als pöbelnde Minderheit in sozialen Netzwerken selbst entblößt. Hier ein Angebot für dich, Guido. Fick dich ins Knie, wiederhol die 8. Klasse und pass in Erdkunde auf. Aber man muss solche Meinungen doch ernst nehmen. Nein, muss man nicht. Verschwörungstheorien und die Bagatellisierung von Sexismus sind keine Meinung. Das hat mit Politik so viel zu tun, wie Alice Weidel mit sympathischer Mimik. Jahrelang haben sich Menschen, die zu bequem sind, auch nur den kleinsten Schritt aus ihrer Komfortzone zu wagen, hinter dem Vorwand versteckt, solche Entscheidungen seien Sache der Politik. Und dann kommt jemand und spricht von Veggie Days oder von Fahrverboten und dann fühlen sie sich in ihrer Freiheit bedroht oder meinen, es wäre gegen das Grundgesetz. Natürlich, das Grundgesetz. Der lange verschollene Absatz 3 im 2. Artikel. Jeder Mensch hat das Recht auf Met, unser täglich Bret, gib uns heute. Die bedrohte Spezies des alten weißen Mannes führt einen hochstilisierten Freiheitskampf um Tempolimits und Fahrverbote und hat sich ein 16-jähriges Mädchen aus Schweden zum Endboss erkoren. Und ich hasse es. Und ich hasse Mütter, die ins Reformhaus fahren und der Umwelt zuliebe Bio-Kekse und ABC-Saft kaufen, den sie dann ihrem Kind mitgeben können, wenn sie es morgens um 6:30 mit einem geländegängigen Panzerwagen bis in die Eingangshalle der Schule fahren. Es gibt Milizen im Nahen Osten, die großstadttauglichere Wagen fahren, als die Mutter von Lennart, die mit laufendem Motor auf dem Radweg steht und die neue Vegan for Fun liest, während sie darauf wartet, dass ihr Sprössling das Schulgelände verlässt. Aber hast du mal geguckt, in China und in Indien die Fabriken, was die für einen Dreck machen? Und dafür soll ich jetzt nicht mehr in meinem Auto, halt dein Maul! Was ist das für ein Ansatz? Wenn einer nicht mitspielt, spiele ich auch nicht mit. Natürlich gibt es Probleme. Aber es ist nichts als bequem, die Verantwortung für Systemwandel an Politiker outzusourcen, sich zurückzulehnen und zu lamentieren, dass alles zu lange dauert, während man selbst nicht bereit ist, einen kleinsten Schritt von der eigenen Routine abzuweichen. Und ich hasse es. Und ich hasse Vegetarierwitze, auch wenn sie wirklich lustig sind. Ich esse deinem Essen nicht das Essen weg. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Das Steak, das du futterst, hat zu Lebzeiten Erntegut und Böden verbraucht, von denen hättest du hunderte Menschen ernähren können. Was für ein billiger Ablasshandel, die eigene Behäbigkeit durch Witze auf Kosten anderer unter den Tisch zu kehren. Niemand zwingt dich zu irgendwas. Aber wenn du es selbst nicht hinbekommst, dich zu verändern, dann piss doch nicht noch den Menschen vor die Beine, die sich Mühe geben. Mann. Mein Mitbewohner starrt mich mit großen Augen und heruntergelassener Kinnlade von der anderen Seite unseres Küchentisches an, wo ich nach Beenden meines 30-minütigen Plädoyers in einen Stuhl gesunken bin und durch meinen Asthma-Inhalator atme. Aus seinem halb geöffneten Mund rutscht ein zerkautes Stück McRib und klatscht zurück in den Pappkarton. Ich habe dich nur gefragt, ob du wirklich kein Chicken Nugget willst, sagt er. Jetzt, wo ich es sowieso gekauft habe.
Nein, sage ich, und es entsteht eine längere Pause. Du bist übrigens dran mit Küche aufräumen, sagt mein Mitbewohner. Warum sollte ich, frage ich. Du warst gestern schon dran, du hast die Küche nicht aufgeräumt und dein Linsencurry hat ein Fell. Na und, sage ich, hast du mal die Küche von den japanischen Austauschstudenten in der Nachbar-WG gesehen? Die ist viel dreckiger, sollen die doch erstmal aufräumen. Das hat nichts mit unserer Küche zu tun, sagt mein Mitbewohner. Eben.